Leute, und willkommen zurück zu Tower of Fantasy. Es wurden weitere Events bzw. Belohnungen angekündigt. Und die schauen wir uns jetzt an. Und wir sehen halt, dass es hier jetzt in Wochen eingeteilt ist. Und ein paar von den Sachen kennen wir. Das sind von dem Login-Präregistrierungs-Event-Zeug halt die Waffenbox zum Aussuchen, die Goldwünsche und so weiter. Ein paar neue Sachen, die wir aber jetzt auch bekommen, ist Weekly Login Bonus, dass wir uns ein paar Mal einloggen können, dadurch goldene Wünsche, rote Wünsche, die wir für eine Nemesis brauchen, und ein Mount bekommen können. Das ist von der ersten auf die zweite Woche. Dann, genau, hier Pre-Registration, Zeugs, Nemesis Goggle, einfach, ne? Accessory, ne? Dann wohl ab der dritten Woche zu bekommen, auch zu bekommen sein sollen, nochmal rote Wünsche, das Legi Relict Colossal Arms, wobei ich nicht weiß, warum man das nochmal bekommen soll in der dritten Woche, denn es gibt eine Questline, die einen das schenkt. Also kannst literally mit einer Questline das bekommen, es sei denn, sie nimmt die Questline aus. In der vierten Woche, auch noch nicht genau erklärt, wann das genau sein wird, nochmal 6 Wünsche für das Nemesis-Banner, nenne ich es mal, und nochmal ein Mount. Das kann man auch in-game so bekommen. Eigentlich müsste man die Teile suchen, Gegner bekämpfen, den Rare-Teil droppt und so weiter. Scheint es aber auch einfach so zu geben und dann. Und im zweiten Monat nach dem Launch heißt dann ab dem 11.9. wird es dann noch mehr rote Wünsche geben. Dann aber natürlich ist Nemesis schon raus und man müsste die für einen anderen Charakter verwenden. Zusätzlich gibt es regionale Belohnungen und diese Belohnungen werden innerhalb von Livestreams verteilt. Das heißt, ihr guckt in Region XY und guckt da einen Twitch-Livestreamer und bekommt dafür schöne Twitch-Drops. Das Ganze nennt sich dann Twitch-Drops Outpost Challenge und dann wird einfach abgewartet, gibt es ein Banner für den Chat, ein Frame für deinen Chat-Avatar, nochmal Wünsche und nochmal Dark Crystals, mit denen man auch nochmal wünschen kann. Sehr, sehr nice. Kann ich hier. Es könnte gleich laut werden, wenn die Musik wieder von der Webseite wieder anspringt. Also zur Vorsicht. Nee, ist nicht angegangen. Hier steht 30 Minuten gucken, ein Wunsch. Aha, okay. Eine Stunde gucken, 50 Crystals plus Relikt Charts. Das heißt, ne, 20 Relikt Charts zusammensuchen, also sind ein Relikt zusammenbauen. 2 Stunden einen Stream gucken, 100 Crystals plus nochmal Relikt Charts, eine 10er Box. Oh, du kannst so viele Charts zusammen gucken, dass du dir ein Relikt zusammenbauen kannst, was du noch nicht hast. Bei 3 Stunden dann einen goldenen Wunsch plus 15 Charts und bei 4 Stunden gucken 2 goldene Wünsche und Illusory Ring. Okay. Also der Ring ist halt diese Avatar-Frame. Ne? Ja, das ist der Avatar-Frame. Hier ist halt euer Avatar-Bild drin. Trailblaze ist halt Untertitel. Hier würde der Name drin stehen oder so. Okay, das ist ja mal mega nice.
haben wohl irgendwelche Leute gerade gefunden. Ihr seht hier, das ist eine sehr komische Adresse, denn hier geht es direkt mit Event slash GL Karneval, also Global Karneval. Die gibt es nicht auf der normalen Seite. Du kannst zwar auf Events gehen, aber da ist es nicht. Bitte nicht schreien. Sagte doch nein. Wenn ich hier jetzt auf News gehe, hier Events, ist nur diese Stretch Drops, aber nichts von Karneval. Seht ihr, das ist auch eine andere. Da komme ich nur hier hin, aber nicht zu der Hauptseite, die alles zeigt. Sehr komisch, aber haben irgendwelche Leute gerade im TOF Discord gefunden. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas auf Facebook oder Twitter oder so darüber gepostet haben, dass deshalb die Leute das gefunden haben. Aber ja, auf einmal war so eine Übersicht, was es noch geben wird an Belohnungen über die nächsten Wochen hinweg, anstatt halt nur jetzt die Events, die jetzt schon bekannt waren.